Salü hier aus Nizza. Ich bin hier im Stadion jetzt schon angekommen. Laufe heute die 3000 Meter Hindernis. Ist ein sehr gut besetztes Feld. Ich habe gerade erfahren, dass die Pace mit Waveflight gemacht wird und auf olympischen Standard, also 8:15, angelaufen wird. Das ist mir natürlich ein bisschen zu schnell für mich. Aber ich versuche einfach mal eine gute Zeit zu laufen. Jetzt nach langer Zeit hat lange nichts von mir gehört und auch die Wettkampfergebnisse aus den letzten Wochen waren es nicht so das, was ich mir oft erhofft hatte. Aber ja, jetzt mal schauen, wie es geht. Fühle mich eigentlich ganz gut. Und das Stadion ist sehr, sehr cool. Sieht gut aus, Bahn sieht gut aus. Und ja, ich werde mal versuchen, mich so vielleicht am Anfang im hinteren Drittel zu halten. Und dann mal Richtung ja, 8:30, 8:35 wäre schon mal ganz gut, um da zumindest mal wieder eine solide Zeit stehen zu haben. Die letzte Zeit, wo ich gerannt bin, war ja eine 9:02. Das war in Karlsruhe. Das lief leider gar nicht gut. Aber jetzt mal schauen. Ich fühle mich gut und inzwischen haben wir auch das Thema mit der Lunge da hoffentlich weitestgehend behoben. Training war jetzt die letzten Tage eigentlich ganz gut. Und jetzt mal schauen, wie es läuft. Bis später. Du 3000 mètres style national. Voilà, vous découvrez tous les athlètes, ils seront 18. Voilà, c'est parti pour 7 tours et demi de piste. 200 mètres sans obstacle et ensuite ce sera 5 obstacles par tour, 4 barrières plus une rivière. Vous voyez les petites lumières vertes sur la lisse, sur le bord de la piste qui est chargée d'emmener les athlètes sur une allure de 8-15. Voilà, et pour l'instant, la tête de course est parfaitement calée sur l'allure. Voilà, le passage de la rivière, toujours spectaculaire. Aperçu Johan Koval. Voilà, et c'est... Voilà, avec l'entrée dans la dernière ligne droite. Voilà, un petit peu de mal à voir, son dossard. En tout cas, le chrono sera sous les 8:20. Voilà, c'est Magnusson qui l'emporte. Nouveau record personnel pour Léo Magnusson. Troisième en 8:20. Voilà, Phil Norman finalement quatrième en 8:20. Une très belle densité de garçons aux alentours des. So, fertig. War jetzt 8 Minuten 40,9. Bin natürlich nicht ganz zufrieden. Hätte auch ja, 10 Sekunden schneller laufen können eigentlich. Aber irgendwie bis 2000 Meter ging es echt gut, habe mich gut gefühlt und dann hinten raus hat es noch ein bisschen gefehlt. Aber ich denke mal, es war auf jeden Fall mal zumindest ein Schritt in die richtige Richtung. 22 Sekunden schneller wie das letzte Rennen und ja, gut, 14 Sekunden über PB. Ist jetzt, ja, nicht das, was ich erhofft hatte, aber zumindest mal hat es sich mal wieder nach Rennen angefühlt und ich denke mal, wenn jetzt nochmal vielleicht nochmal so ein kleiner Sprung passiert, dann kann man auf jeden Fall wieder wettkampffähig in die nächsten Rennen reingehen. Genau, sind vorne sind sie 8:18 gelaufen, also knapp über Olympianorm von 8:15. War, ich glaube, 10. oder 11. jetzt von der Platzierung, war noch 2 hinter mir. Einen konnte ich im Endspurt noch abhalten, da ging nochmal auf den letzten 200 Meter ein bisschen was. Und 2 sind, glaube ich, ausgestiegen. Ja, also alles in allem war es okay, aber nicht gut. Aber ja, man muss einfach dranbleiben und ich denke mal, dann wird das wieder. Genau, als nächstes steht jetzt nächste Woche in Wien die Track Night an, auch nochmal 3000 Meter Hindernis. Und dann
kommen auch schon die Deutschen, wo ich auch nochmal 3 Hindernis laufen werde. Genau, das ist so der Plan. Und ja, sehen wir mal, was noch so kommt. In 20 Minuten läuft auch noch Elena. Die hat sich jetzt gerade warm gemacht und ist im Callroom. Bin mal gespannt. Hat auch ein ganz, ganz gutes Feld eigentlich. Ich denke mal, da kann sie, wenn es gut läuft, in der Mitte vielleicht mitlaufen. Und ja, dann schauen wir mal, wie es bei ihr läuft. Hatte ja, ja dasselbe Problem eigentlich wie ich, auch mit der Lunge. Und jo, schaut jetzt auch mal, wie es geht. Getragen habe ich heute den Nike Dragonfly 2 von Jakob. Der hat mir den netterweise zur Verfügung gestellt. Das ist die Proto Colorway, sieht eigentlich ziemlich geil aus. Und ich hatte auch ein bisschen Bedenken, weil er nur 4 Nägel vorne hat und diese Riffelung hier. Aber ging echt gut, auch im Wassergraben nicht gerutscht. Und er hat gefühlt ein bisschen mehr Bounce wie der Vorgänger. Hat auch hinten mehr, ein kleines bisschen mehr Schaumstoff dran. Ja, also alles in allem sehr, sehr geil. Ameise. Genau, checkt mal aus. Jakob hat, glaube ich, noch mit Top 4 Running einen Code für euch mit 5%. Da spart man dann ein bisschen was auch auf den UVP-Preis. Genau, steht unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr Jakob gerne ein bisschen supporten. Insgesamt auch eine sehr, sehr coole Anlage hier mit riesen Einlaufplatz. Da hinten läuft Laura Muir. Und das Stadion befindet sich da hinten. Da gehe ich jetzt mal hin, um Elena anzugucken. Auf geht's, Elena, sehr schön. Komm, Elena, komm! Komm, Elena, komm! Zieh, auf geht's! Thank you.